Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles. Bow and Dagger, mein spezielles Gameplay mit verschärften Bedingungen, die ihr gerne in der Videobeschreibung nachlesen könnt. Das Ganze noch immer im Zeitalter des Krieges Kapitel 4. Das wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die letzte gemoddete Folge im Zeitalter des Krieges Kapitel 4 sein. Morgen werde ich vielleicht morgen Abend noch eine Folge machen von meinem No-Mod-Surfer aus. Euch zeigen, wie ich mich vorbereitet habe für das Update, das also von mir aus übermorgen, am Donnerstag, eingespielt wird. Am Donnerstag muss man dann sehen, wann Patch Day ist. Oder wann der nicht Patch, wenn Patch Day ist, am Donnerstag Patch Day. Um wie viel Uhr der gepatcht gebracht wird. Und ich werde natürlich dann entsprechend die Patch Notes wieder übersetzen und euch bereitstellen. Kleinen Moment mal. Ja, bin immer noch etwas erkältet. Geht nicht weg. Aber deswegen werden wir heute auch ein bisschen eine kürzere Folge machen, glaube ich. Es steht, ihr seht es ja oben, Dungeon Forscher. Ist auch hier schon auf die Tafel eingetragen. Steht die Silbermine heute auf dem Programm. Gute Mine zum bösen Spiel. Ich muss es einfach immer wieder bringen, wenn die Mine im Spiel ist. Das heißt, ich nehme wieder meine. Ich bin immer noch der Meinung, ich hatte irgendwo eine andere Tänzerin schon angefangen hochzuleveln. Aber ich kann mich auch irren. An einer anderen Location. Ich weiß es nicht. Also. Ah, halt. Jetzt muss ich noch was anderes machen. Ich bin in Heinole. Ich kann hier die hier ersetzen. Also tue die hier mal weg. Und jetzt kann man, ich hätte es vorher andersrum machen sollen. Werkstätten, glaube ich, läuft so eine Feldarbeit, ja. So, also. Eins. Zwei. Drei. Hier. 5. So, das war mal das. Da kommt ja mal auf jetzt. Den da bin ich eigentlich. Nein. Achso, ich bin ja hier auf 1. So, dann tue ich da noch ein bisschen Köder rein. Ja, ich bin morgen mal gespannt, was noch an ich habe einen links zu viel gemacht. Aber ich habe draußen auch noch zwei stehen. Eins oder? Genau, ich muss die draußen noch holen. Was morgen an Mods noch geht und wie lange es dauert, bis mein Modstapel wieder funktional ist, gibt ja leider die Ankündigung von Testerle, dass er seine Mods nicht erneuern wird, wenn es sein muss. Und dann nimmt er sie raus. Ist so, können wir nichts mehr dran ändern. Habe ich gestern mich schon drüber ausgelassen. Und zumindest im Solo-Spiel kann man wohl ohne Probleme die Mods einfach wieder reinkopieren. Das heißt, wenn sie, sag mal, in den Bereich zicken, wo man sagt, für sich selber, das ist jetzt kein Problem. Das ist mir egal. Dann kann man sich die Mod einfach lokal wieder reinlegen. Die wird vielleicht mal bei einem Update wieder durch den Steam-Automatismus gelöscht. Dann kopiert man sie wieder rein. Also da hat man auf jeden Fall wohl Möglichkeiten, das so zu tun. Auf dem Server steht uns diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.
So, mal unabhängig von dem, was da jetzt reinplätschert, brauche ich wieder meine Tränen von Gula. Und komm. Was ist, da habe ich gestern das Essen nicht mal weggenommen. Heißt, hier hole ich mir wieder mein Schinkenbrötchen, wenn ich es denn sehe. Hier nehmen und nehme mal kurz das rüber, um es aufzufüllen. Aber wie gesagt, so lange werden wir heute sicherlich nicht unterwegs sein. Das gibt ja die Silbermine per se nicht ja. Was ich mir überlegt habe an der Stelle, ist was anderes. Und zwar werde ich heute wahrscheinlich die Grapseltour machen. So, muss mal gucken, der braucht noch und der nicht mehr. Okay. Den können wir mal gucken, was hast du, was ist denn aus dir geworden? 14.000 Leben. Aber eben auch nur 300, nee, Quatsch, hier 368 Rüstung. Das heißt, egal gegen wen wir kämpfen, der verliert natürlich schon sehr, sehr schnell sein Leben. Aber das ist auf jeden Fall wirklich ein, zumindest was den Lebenspuffer angeht, ein guter Tank. Der Rest ist ja okay. Wir nehmen sie mit, aber gesagt, ich glaube, ich habe auch gar keine anderen mehr in der Queue hier von den Großen, die ich hochziehen könnte. Das ist ja alles nur Kleingruscht. Dann würde ich sagen, kleinen Moment mal. Ich schau mal ganz kurz nach. Bestes heilende Futter für die Klopse, oder? Kleinen Moment mal. Ich finde hier weg seine Seite, ist gerade wegen Maintenance down, keine Ahnung. Und das heißt für mich, ich die gegen jetzt einfach irgendwas rein. 1, 2, 3, 4. Und einer kriegt noch was zum Hochleveln. Du kriegst noch das. Ja, der Ausflug gestern in die versunkene Stadt hat Spaß gemacht. War da jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Zum einen war ich jetzt gerade eben auch auf meinem No Mods Surfer unterwegs bin. Und ich kann auch irgendwas essen. Chinetier, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung, ist bloß satt. Ist auch egal. Bin eh overpowered. Okay. Birdel nehmen wir mit. Weil wir werden uns in die Nähe begeben. Und dann zur Silbermine hinreiten. Nee. Oder? Doch. Die war's. Der Pylon war es.
rein von meinem Spielverhalten, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich bestimmte Sachen nicht sammle oder eben auch nicht immer genau die Vorsicht walten lasse, wenn ich mit Dingen umgehe. Oder ja, was auch geschrieben wurde, hey, du kriegst da super legendäre Waffen und du so, oh, guck mal, das ist eine legendäre Waffe, zup, 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 eingesackt. Ja, erstens ist es hier wirklich so, ich brauche keine legendären Waffen mehr. Ich habe das, was ich brauche, eigentlich habe ich schon für mich und meine Hupfdohle. Und das heißt, alles andere ist, yo, ja, oh ja, toll, jetzt habe ich das auch noch. Und das sieht anders aus, wenn du mit menschlichen Begleitern spielst, weil die natürlich dann, je nachdem, wie man da vorgeht, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Truppe losziehe, schaue ich, dass die unterschiedliche Waffentypen haben, unterschiedliche Effekte geben. Das ist natürlich dann auch anders. Da gehe ich natürlich dann wirklich her und freue mir ein Loch ins Bauch. Okay, Silbermine erkunden. Kommt jetzt. Wenn ich was Tolles finde. Aber hier in dem Gameplay ist es leider so, dass ich sagen muss, ja, es ist nett, wenn ich was. Also es klingt wirklich blöd, ne? Es ist nett, wenn ich was finde, aber es ist jetzt nicht so, dass es für mich in diesem Gameplay jetzt der Riesenbringer ist. Probiere ich mal was. Und zwar. Jawohl, okay, danke für den Tipp. Da habe ich gar nicht mal dran gedacht, dass man diesen Wisp eben auch zaubern kann, ohne dass man dafür Verbrauchsmaterial benötigt. Weil in diesem Gameplay sind, wie gesagt, zwei Sachen eben unterschiedlich. Das eine ist, dass ich eh nur mit tierischen Begleitern hauptsächlich arbeite. Ich könnte jetzt hier anfangen und meine Truppe an der Purge Base besser ausstatten. Aber da will ich ja eigentlich genau das andere. Da will ich ja mit den normalen Leuten arbeiten, um zu zeigen, es ist nicht so schwer. Eine Purge zu überstehen. Und wenn mal der ein oder andere Berserker hops geht, dann holt man sich einfach einen neuen Stelten ungeskillt wieder hin. Und das geht ganz gut. Also das ist ja sozusagen die Prämisse. So, das nehme ich trotzdem mit. Essen nehme ich mit, das nehme ich mit und den Rest lasse ich liegen. Da war, glaube ich, nichts mehr. Nee. Und Ziel ist es ja hier, das Land der Verbannten zu verlassen. Das werden wir auf jeden Fall zusammen erleben, dass ich. Mein Armreif entferne und hier alles zurücklasse. Der steht auch ein bisschen so da. Ja. So, kommt mal hier rüber. Ich will keine Steine sammeln. Okay, dann will ich halt Steine sammeln. Jetzt ist er verschwunden. Na super, das habt ihr toll gemacht. Seid so lange um den rumgestanden, bis er weg ist. Hier können wir es dann so machen, dass ich den Wisp nachher wegzauber und mit den Nachtsichtbänken arbeite. Damit wir ein bisschen was sehen, weil da will ich eigentlich schon Sicherheit beim Klettern haben. Das heißt aber zuerst einmal.
komme nicht ran. Das heißt, mein letzter Begleiter, der vorhin noch auf... Ah, schön. Da kommt es nämlich mit. Auf Level 19 war. Ist jetzt auch Level 20. Gucken wir doch gleich mal. Hat nochmal 5 auf Stärke gekriegt. Das heißt, der haut eher den Schaden raus. Aber ihr seht auch hier... Der Mutrüstungsbonus ist nicht so super. Das heißt, die sind alle... Okay, das war jetzt auch nicht. Die sind alle ein bisschen dünn unterwegs. So, dann gehen wir hier vorne hin. Bloß gucken, wo steige ich das erste Mal auf. Hier ist, glaube ich, der sinnvollere. Hier ist es, okay. Also, das heißt, einmal hier den Wispweg. Das hoffe ich, dass ich... Aber ich dachte schon, dass ich nicht die Dings dabei habe, die Nachtsichttränke, oder? Ja. Oh, ich habe noch hier... Den hier muss ich noch nehmen. Dankeschön. Und dann nehme ich mal 2 Stück ins Inventar. Für den Fall. So. Jetzt seht ihr wirklich die Pracht hier. Und das ist alles das, was einem... entgeht, wenn man eben hier nicht hochklettert. Und ihr seht, es gibt eben auch hier 2 Wege. Man hat hier einmal den unteren Weg und dann kann man hier hoch und hier rüber. Und man muss aufpassen. Es gibt dann noch irgendwo, da kommt man dann hier hoch. Also wir haben da ein bisschen was vor uns. Mal gucken, wie lange ich das mitmache. So, das heißt, jetzt muss ich erstmal... meinen Followern sagen, sie sollen... Ah, nee, nicht fliehen. Zurückkehren. Wie war denn das nochmal? Ich will sie hier halten, genau. Das heißt, ich werde auch außer Gold nichts mitnehmen. Durch die relativ schon gut verteilten Attributspunkte habe ich ja auch jede Menge Ausdauer. Okay, da war schon mal nichts. So, jetzt mal gucken. Das ist auch nichts. So, und hier haben wir jetzt schon den ersten Teil, wo es sich trennen kann. Und ich würde das auch jetzt hier trennen. Man könnte jetzt hier den unteren Weg rübergehen. Ich würde jetzt aber hier erstmal nach oben weitersteigen. Wenn ihr klettert, immer schön die Space-Taste gedrückt halten. Dann würdet ihr, solltet ihr hier den Grip verlieren, sofort wieder... nach der Wand, nach der rettenden Wand greifen. So, da haben wir was. Und dann da oben. Ich weiß auch, bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch noch nicht auf allen diesen Plattformen war. Weiß ich's
Zum Erkunden ist es witzig. Okay. Das war genau das, was ich vermeiden will. Okay, dann gehe ich jetzt mal her, dann noch mal kurz was essen. So. Okay, das heißt, da werden wir wahrscheinlich eher weiterklettern müssen, um dann mal gucken. So könnte es gehen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Das kann ich mitnehmen. Den Rest lasse ich drinne. So, jetzt haben wir hier. Lohnt sich das da oben hin? Na, gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich werde auch heute nicht alles hier, nicht jeden Winkel ausloten. Ne, okay. So, und jetzt können wir versuchen. Kommen wir hier hoch, ja. Ihr seht, wie sich sozusagen auch aus der Optik heraus der Winkel verändert. Das gehört nur mit. Komm, lass uns. Da drüben ist noch eine Kiste, da können wir gucken. Aber ich glaube, da drüben ist nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr. So. Hier ist dann eher das Problem, dass man eventuell beim Springen sich irgendwo einen Kopf anstößt und deswegen was nicht holen kann. So. Jetzt können wir hier rüber. Aber jetzt gucken wir erstmal hier runter. So, da können wir rüberspringen nachher. Bin ich gierig, will ich die haben? Dann muss ich auf jeden Fall nochmal einen Trank einschmeißen. Aber ihr seht dann schon mal, es ist. Ne, so. Und, oh, hat sich auch gelohnt. Okay, jetzt könnten wir da unten weitermachen. Da seht ihr, da sind Kisten. Und wir können jetzt heute einfach die obere Tour machen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall da mal austoben. So, jetzt muss ich bloß gucken. Das hat gut funktioniert. Ah, das ist Silber und Gold. So. Die untere Tour könnten wir bei Gelegenheit mal machen. Jetzt gucken wir mal kurz hier hoch. Ich meine, da war ja, da geht es ja dann eh weiter. Ah ne, da unten geht es auch weiter. Shitkram. Aber ist egal. Also da drüben hat es eine Kiste. So. Jetzt können wir hier runter. Ah, so eine Figurine, die können wir mitnehmen. Ah, ja.
So, und jetzt geht's hier weiter. Sollten wir mal was trinken. Eigentlich auch nicht. Das ist ja dieses Teil, was man auch selber herstellen kann, um Kids wieder von Rüstung runterzukriegen. So, und jetzt geht es wieder abwärts. Und alles gut. So, jetzt können wir noch kurz sagen. Das ist jetzt zu fallen. Okay. Jetzt können wir hier noch was essen und trinken. So. Dann soll ich zurückkehren und dann geht's weiter. War ein netter kleiner Ausflug da oben. Also ich habe fast alles abgehackt, glaube ich, bloß hier zwei oder drei Truhen nicht. Aber ihr habt mal so einen Geschmack oder ein Gefühl dafür gekriegt, was es da oben A gibt und B, es macht Spaß. Also, wenn man nicht gerade mit einem Permadeath-Character spielt, ist es auf jeden Fall, sollte man es einmal gemacht haben, weil es Spaß macht. Aber ihr braucht irgendwas, dass ihr was seht, wenn ihr, also mit, ich bin der Meinung, mit den normalen Fokus, den ich von der, oder von der, die normale Helligkeit, die ich von der Fackel habe, das ist nicht ausreichend. So, da kommt der, das ist prima. Kann ich nochmal Wisp wiederholen. Nein. So, ich habe gerade hier so einen richtigen Hustenanfall gehabt. Da habe ich mich gedacht, ziehe ich mich lieber ein bisschen zurück. Also, das nur mit. Das ist doch Silber, oder? Und dann zerlegen wir ihn natürlich, damit er uns den Schlüssel gibt. So, ganz kleinen Moment mal bitte. Linda.
Ah, ich hatte die ganze Zeit das Mikro aus, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ich erzähle mir hier mundfusselig und ihr hört nichts. Sorry, aber Leute, die sich immer wieder niesen und husten muss, mache ich zwischendrin das Mikro zu. Dann vor allem mit der Pause. Alles gut. War eh bloß dumpfes Gelaber. Also, was ich gerade noch gesagt habe, ist, dass das die letzte Folge für diese Woche sein wird, was Bow & Dagger angeht. Also da geht es frühestens
Ich würde mal sagen, Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche irgendwann mal weiter, wenn dann wirklich die Surfer wieder oben sind und alle stabil laufen. Es wird natürlich andere Folgen geben. Morgen wird es auf jeden Fall noch eine Folge geben, wo ich eventuell hier auf meinem No-Mod-Surfer euch zeige, wie ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Kann auch damit was unternehmen. Am Donnerstag werden dann die Patch Notes vorgestellt. Und Freitag, Samstag, Sonntag wird es dann eher Folgen aus dem No-Mods-Universum sein. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, ne? Daumen nach oben würde mich freuen. Kommentare freuen mich immer riesig. Und ich glaube, ich gehe ja auch immer drauf ein. Und ansonsten natürlich gerne ein Abo dalassen für den Fall, dass ihr es nicht schon habt. Und ansonsten wäre es schön, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier im Conan Exiles Universum. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye bye.